Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zu Domina. Ja, hier wird ordentlich geschuftet, was das Zeug hält. Und dann gucken wir einfach mal weiter. Ja, dich sollte ich auch mal öfters einsetzen, ne? Bist du schon auf 50%? Ich würde mal sagen, ja, kannst du mittlerweile eine zweite Karte schleppen? Ja, kannst du auch. Dann nimmst du noch Balance mit. Blöd, dass man hier nicht sieht, was die Karte so verursacht. Aber gut, gleich haben wir Depressing durch. Da gehen wir nochmal auf den Marktplatz. Das dürfen wir ja gar nicht vernachlässigen. Ich würde jetzt gerne 128. Ebenfalls. Nun gut, dann geben wir einen von euch... Oh, Moment mal, hier sind wir auch fertig. Dann gehen wir mal auf Blade Control. Das erhöht den Schadensoutput von ihm hier nochmal. Komm, heilen wir dich mal kurz. Und du bist schon geheilt. Wenn wir sich sparen können. Oh, komm schon. Wollen wir nochmal unseren Champion einsetzen mit 283 Damage? Würde mal sagen, ja. Gleich hätte er erstmal das ganze Geld in seine Ausrüstung investieren können, aber ich bin guter Dinge, dass ihn ein Schlag umhaut. Na komm, los da. Drauf. Oh. Ausweichrollen. Ein Schlag und er ist weg. Sehr schön. Oh, jetzt bekommen wir nur noch Müll. Halb so wild. Ja, dich heilen wir ein bisschen hoch. Hm, Belohnung interessiert dich gegenwärtig gar nicht. Wir haben momentan 411. Anscheinend ist irgendwie der Geldstand verbuggt oder ich nehme das mit dem Geld hier ein bisschen anders wahr als sonst. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bekommst du hier mal eine richtig gute Ausrüstung. Das Geld würde ich mir dann gerne noch sparen. So, Freundchen. Ja, du bist mittlerweile auf 100 und sagst nichts. Du bist auf 100 und sagst nichts. Du hast noch gar nichts gelernt. Du bist auf 100 und sagst nichts. 40, 90. Ja, dann haben wir gleich nochmal zwei. Du bist verletzt und sagst nichts. Und du bist unser Champion, wenn ich das richtig sehe. Nein. Du bist unser Champion. Und du bist bereits auf 50%. Nun gut, kaufen wir mal hier wieder den ganzen Laden leer. Einen Tag bis zum nächsten Kampf. Hm, wollen wir es nochmal probieren? Ich glaube, jetzt müssten wir sogar Depressing haben. Oder noch nicht. Doch, haben wir eigentlich schon. Aber seine... ich sag's euch doch, Leute. Diese Karte ist sowas von abnormal. Moment. Du. Schönen Tag noch. Du. Schönen Tag noch. Dich könnte man eigentlich verkaufen, oder? Hm. Na komm, dich verkaufen wir. Dann kannst du hier mal schön sauber trainieren. Hast du Schaden genommen? Ja, aber nicht viel. Gut, weiter. Blade Control wird gegenwärtig erforscht. Oh, 552 haben wir gegenwärtig. Das ist ja nett. So, Freundchen. Investieren wir mal ein bisschen Geld in dich, ne? Wunderbar. Dann kaufen wir hier noch ein paar Kleinigkeiten ein, steigen hier in die Pit und zeigen dem hier, wie man 272 Damage austeilt, ne? Der wird jetzt bis auf 80, 81 hochheilen. Ein Treffer brauchen wir, vergiss das nicht. Wenn wir so einen Beweglichen erwischen, der uns austanzt. Das ist echt abnormal. Ich liebe diese Karte. Ach, guck mal, da haben wir wieder einen Retriarier bekommen. Na komm, weg mit dir.
Weg mit dir. Hier mal auf 100 hoch. Training für Blade Control ist gleich durch. Es gibt uns nochmal ein bisschen Damage. Dann gehen wir auf Aim Defense. Du glaubst eine Waffe. In 2 Tagen steht der nächste Kampf an. Ich würde mal sagen, wir investieren mal alles in dein Arbeitsgerät. Du brauchst... Ah, du bist jetzt stolz auf uns. Genau. Oh, du bist blissful. Das ist ja noch schöner. Eigentlich kann man sich das sparen, weil... Du kommst ja auf 81, bevor der Kampf beginnt. Und dann weiter. Du brauchst mir jetzt noch ein paar los. Ein Retiaria. 109 Damage macht er. Schicken wir mal dich da rein. Weil bei 109 Damage, das kann unser Champion nicht dodgen. Dementsprechend, ja. Rennt doch Richtung Schwert. Ich habe auch das Gefühl, dass diese Animationen irgendwie besser geworden sind, so wie er im Netz festgehangen ist. Ja, einen Consolation-Preis bekommen wir. Ja, du wirst dich einfach nicht verbessern. Dessen bin ich mir bewusst. Und er kann einfach nichts klauen, obwohl Stealth Bar voll ist. Das finde ich schlimm. Geh mal auf Shield Blueprints. Ich weiß, das kostet eine ganze Menge, aber hey. Wir haben's. Pitfight, Retiaria. Na, Helbarde. Willst du es probieren? Du musst ihn nur einmal treffen, dann ist der Spuk vorbei. Ohne dabei selbst getroffen zu werden. Naja, gut, du wurdest getroffen, hast es aber überlebt. Mhm. Du. Schönen Tag noch. Gut, du trainierst. Du bist auf 100 und sagst nichts. Ja komm, ersetzen wir den Wein für beide, damit die nicht sauer auf uns sind. Hier mal runterstellen. Na komm, jetzt kannst du mal ein bisschen hochheilen. Ja, du hast schon die beste Rüstung. Will ich den Helm haben? Tatsache ist, ich weiß es nicht. Doktore Vasive Roll. Ah, ein Favor Upgrade. Glaub mal eine Rüstung. Retiaria mit 9 Siegen. Na komm, probier dein Glück. Mehr als verlieren kannst du ja nicht. Wobei das angekettet. Muss aber nichts bedeuten, ne? Gneos kann es eventuell drauf haben. Und die Kämpfe dauern gefühlt länger. Früher hat man so einen Kampf innerhalb von 2 Schlägen verloren. Hätte ich da jetzt jemand mit etwas mehr Skill reingeschickt, hätte mir eventuell gewonnen. Komme ich einen Consolation Prize? Ja, immerhin. Ist doch nett. So, dementsprechend können wir dir jetzt mal einen besseren Helm kaufen. Bist mit dem Schild noch nicht durch. Kannst noch ein paar Steine sammeln. Du Freundchen. Na komm, investieren wir mal das ganze Geld, soweit es geht, in dich. Dann wirst du eventuell den nächsten Kampf bestreiten. Ja, könnte man machen. Naja, wobei, den übernächsten würde ich sagen. 100, runter mit dir. Ja klar, kann ich runterdrehen, du bist auf 100. Dann stellen wir dich eventuell irgendwo hin, wo du vielleicht ein paar Lust bekommen könntest. Fehlt hier nicht noch irgendwo einer? Evasing Roll ist gleich fertig. Na komm, hol uns noch ein paar Steinchen ran.
Du kannst gegenwärtig gar nichts machen. Oh. 68 Damage. 88. Probier's einfach. Denn was hast du zu verlieren? Vielleicht haut's ja so weit hin. Der Kampf war relativ ausgeglichen und dann haben wir gewonnen. Jawohl, sehr schön. Gut Gewinn gemacht. Equipment Steward. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Und schönen Tag noch. Na komm, heilen wir dich für die paar Punkte nochmal hoch. Defense Priority. Du kannst weg. Dann bekommen wir ein bisschen mehr Kleingeld. Du wirst dann hochgeheilt. Dein Netz hast du behalten. Da kommen die besten Fußschoner, die wir haben. Irgendwie kommen mir die Preise auch deutlich günstiger vor. Ah, Doktore, sag doch was. Gehen wir mal auf Mindfulness, damit wir noch eine zusätzliche Karte ausrüsten können. Ich stell doch mal vor, der würde noch die Giftkarte bekommen. Das wäre krass. 90 für den besten Helm. Agent. Klau mir mal eine Waffe. Dann richtest du mir vielleicht noch einen Kampf aus. Gern Retiaria. Will ich da meine Nummer 1 riskieren? 366 Damage. Komm, machen wir. Wir müssen ihn ja immerhin nur einmal treffen, ne? Sag ich doch. So schnell schaut er gar nicht. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Mit Points mittlerweile, ja, verdoppelt. Du sammelst nochmal Steine ein. Dann holen wir dir mal den besten Helm. Ah, es gibt noch eine Stufe. Aber immerhin, dann hältst du immerhin was aus. Ja, dann könnten wir uns hier nochmal ein paar Kleinigkeiten holen. 11 Siege. 8 Siege. Go. Nein, ich hätte 4 Leute einsetzen können. Verschwendetes Potenzial. Ich hoffe mal, dieser Santius ist nicht ganz so gut. Wozu hätte ich 4 Leute gebraucht? Hä? Dieser Santius hat sich ein bisschen selbst überschätzt, oder? Noch ein Retiaria gratis dazu. So. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Und der Agent erscheint mir irgendwie sinnlos, ne? Der wurde ein bisschen genervt, wie es aussieht. Was willst denn du? Jetzt habe ich beide beleidigt. Na komm. Bringt ja sonst nichts. Habe ich überall... Nein, hier nicht. Hockte da rum und sagt nichts. Du auch nicht. Gut, ich müsste mal wieder einen Dicken hochheilen. Wobei, wenn wir schon mal hier sind... Bekommst du den besten Helm. Schilde sind jetzt auch günstiger geworden. Nun, Rüstungspunkte hast du ja auch ohne Ende. Ich frage mich, ob ich eventuell die ganzen Karten mal austauschen sollte. Geh mir mal auf Rolling Attack. Du hast mir mal eine Kolbe zu bauen.
Bevor wir irgendwas anderes machen, würde ich mal sagen, fragen wir mal unseren Agenten, ob er uns mal einen Kampf zusammenschustert. Fanius, probier's einfach mal. Wobei, gegenwärtig habe ich so viel Geld in dich reingesteckt. Da sollte man mal ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Eventuell kann man wirklich so die ganzen Leute hochtrainieren. Weapon Train Speed. Verkaufen. Und schönen Tag noch. Deine Hitpoints sehen schon wieder nicht so gut aus. Also Weapon Train Speed. Machen wir aus einem von euch irgendwie einen Waffenmeister? Moment mal kurz, ich habe da so eine Idee. Nimmst du mir noch einen Helmbreaker mit dazu? Bei dir pushen wir mal die Waffenfähigkeit aufs Maximum. Naja, Maximum, das wird ewig dauern. 8 Tage bis zum nächsten Kampf. Zehn Siege. Basic Warmer. Na, immerhin haben wir die beste Rüstung, die für Geld zu haben ist. ...1759 Damage. Ist ja krass. Divine Vision. Ihr Leute könnt natürlich gehen. Haltet meine Moral oben. Wurdest du einmal getroffen? Nein. Nun, was machen wir jetzt mit euch? Ja, die stehen hier die ganze Zeit rum und gucken halt blöd. Nun bekommt man halt für den Kampf halt nicht mehr so viel Geld. Ist ja auch irgendwie doof. Nun gut, kaufen wir noch ein bisschen Wein ein. Noch ein Pitfight. Retiaria mit 13 Siegen. Ich glaube, da könnte unser Retiaria ein bisschen im Hintertreffen sein. Probieren wir es mal mit unseren amateurhaften Retiaria. Wenn man jetzt schon geschenkt bekommt, ne, kann man die auch einfach verheizen. Ja gut. Hat er sich doch einigermaßen gehalten. Das passt schon. Gehen wir mal zurück zum Ludus. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Passt schon. Was graden wir? Ja, deine Waffe sollte ich erstmal auf Maximum hochpushen. Du hast bereits ein Basic Warmer. Du klaust mir nochmal eine Rüstung. Gradest du auch fleißig ab? Wir wissen es nicht. Rolling Attack ist gleich fertig. Nun gut, meine Freunde, aber ich würde mal sagen, wie es dann weitergeht, erfahren wir dann im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.